Schwarz-Weiß fing es an, bunt und chaotisch wird es enden, und zwar unser Ausflug auf Malta in das Sweet Heaven Village, auch bekannt als das Popeye Village. Ja genau, Popeye, der Seemann mit dem harten Schlag und den dicken Unterarmen. Aber zuerst einmal ein kleines Lied. I found out where to find my pappy. My pappy, what got lost when I was born. One look at me made him unhappy. 40 years has gone since he was gone. Ja, genug des schönen Liedes, wir möchten ja nicht die Zeichnung verpassen. Und zwar wird es heute ziemlich bunt. Wie gesagt, ich zeichne heute mit, unter anderem mit Pastellkreiden. Ich habe meine alte Sammlung, meine sehr, sehr alte Sammlung, hervorgekramst. Und die Pastellkreiden sind derart trocken, und dass sie bröckeln. Ich fange jetzt mal an. Ich habe mal die Krümel zusammengesammelt und ich verteile sie quer übers Blatt, damit ich wie das Blatt aufbreche und einen leichten spielerischen Zugang mit der Pastellkreide, also für die Pastellkreide, bekomme. Ich werde natürlich auch mit Kohle zeichnen, unter anderem, aber die Hauptarbeit machen hier die Pastellkreiden. Ich zeichne heute nach Vorlage, und zwar, es ist ein Ferienfoto, das ich aufgenommen habe vor 8 Jahren vielleicht, im Popeye Village. Und das Popeye Village befindet sich im Nordwesten der Insel Malta und wurde ungefähr 1979 gebaut oder 1980 gebaut. Für einen Film, also den Film Popeye, der Seemann mit dem harten Schlag, brannte, glaube ich, zweimal ab, wurde wieder neu aufgebaut und dient heute als Funpark, als Touristenattraktion mit Shows, mit Bootsausfahrten etc. etc. Aber es ist eine kleine Augenweide, wenn man dort ist. Ja, und das Village bietet eine große, große Menge an Vorlagen für tolle Fotografien und es hat ganz viele Sachen zum Entdecken. Es fiel mir nicht besonders schwer, hier eine Vorlage zu finden, weil die Häuser sind absichtlich so ein bisschen kaputt und schäbig gemacht. Das gibt dem Ganzen einen wunderbaren Charme, eine wunderbare Atmosphäre und Ästhetik, die man unbedingt festhalten möchte. Darum habe ich jetzt diese Art des Zeichnens gewählt mit der Kreide. Ich wollte das unbedingt farbig halten, mit der Pastellkreide. Ich wollte das unbedingt farbig halten und ziemlich wild, ungenau, ein bisschen chaotisch, halt wie der ganze Film, wie das ganze Dorf. Unperfekt natürlich, asymmetrisch, und ja, das gefällt mir auch. Und ich finde, das hat auch ziemlich gut Platz hier in der Montagskohle. Ich werde das Ganze auch noch schwarz dann akzentuieren, um effektiv wirklich die dunklen Aspekte und Stellen zu betonen. Die Zeichnung hat schlussendlich etwa 1,5 Stunden gebraucht. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich das Ganze auch aufgenommen, weil im Nachhinein, wenn ich das betrachte, und das ist noch ziemlich von Vorteil, kann man die verschiedenen Stufen der Zeichnung anschauen und dann effektiv sehen, ja, welche Stufe dann am besten einem gefällt oder mir gefällt. Weil am Schluss habe ich gemerkt, dass ich da ein bisschen übertrieben hatte. Die Vorlage war ja sehr spannend und hat mich wirklich da reingenommen. Und ich wollte nicht unbedingt ihr gerecht werden, aber ich wollte unbedingt diese Atmosphäre bzw. auch das Gefühl ein bisschen vermitteln, das ich dort hatte. Knarrige und knarzige des Holzes, des Steges, wenn man da rumläuft. Das Möwengeschrei, und da hatte ich noch viel Inputs von mir selber, was ich in die Zeichnung reinbringen wollte, und wahrscheinlich hat es das ein bisschen zunichte gemacht, das zu viel Wollen. Ich glaube, wer kennt es nicht, wenn man nicht weiß oder ein bisschen verpasst, rechtzeitig aufzuhören, aber es ist auch ein bisschen ein Lernprozess. Ich habe jetzt die Pastellkreide seit gefühlt 25 Jahre nicht mehr gebraucht. Also die ist wirklich alt. Aber sie war immer im Schächtelchen und sie war immer trocken. Anyway, es macht wirklich Spaß, mit ihr zu zeichnen, malen, kann man sagen. Sie ist sehr organisch, sehr frei, vor allem wenn man mit Händen da reingeht. Details habe ich dann am Schluss reingefügt, besonders die Erhöhungen, und dann mit der Kohle schlussendlich dann die Schatten ein bisschen vertieft und verstärkt. Aber ansonsten wollte ich da wirklich groß und spontan und frei arbeiten. Und wie gesagt, im Prozess dann im Schnitt selber habe ich mir dann die einzelnen Phasen angeschaut und gemerkt, irgendwie in der Mitte war es wie perfekt. Es war frei mit der Farbe und die Zeichnung war schon drauf, also die Umrisse, die Konturen, die groben.
und ein paar Bereiche, die dann wirklich schwarz waren in der Vorlage, habe ich dann auch eingezeichnet. Und das wirkte dann für mich effektiv wie ja, abgeschlossen. Und man konnte dann auch selber viele Sachen reininterpretieren. Wie gesagt, das vergesse ich auch sehr oft, also öfters, dass wenn man ja, das Bild dann fremd betrachtet, man seine eigenen Geschichten dazu spinnt oder spinnen kann, spinnen möchte, dass man da ein bisschen so ja, wie freie Leinwand oder man die Zeichnung dann unfertig sein lassen kann, damit man eben diese ganzen Sachen für sich selber da fertig erzählen kann. Aber ja, ich wollte da ein bisschen zu viel. Ich habe da effektiv zu viel am Schluss reingezeichnet und ich habe es auch gemerkt, wo ich dann das 2-3 Tage später angeschaut habe, da ist zu viel Zeichnung drin und einfach ja, zu viele Details. Es ist schade, weil das Spontane, das von, ja, von dem lebt ja die Zeichnung, das ist ja auch der Grundaufbau, die Grundbasis vor allem mit diesen freien Farben. Wie gesagt, ein kleines Learning. Gut habe ich das Video gemacht. Ich werde auf jeden Fall mehr von diesen Farben so gebrauchen, von den Pastellkreiden. Wahrscheinlich noch ein bisschen weniger, 2-3 Farben miteinander vermischen. Also auch hier sehr sparsam bleiben, damit das Ganze noch mehr ein bisschen so eine Dramaturgie bekommt. Durch das Freie, durch das Wilde lebt es ja genug. Und wie gesagt, bei Montagskohle gehört einfach die Kohle mit dazu. Da werde ich nicht drauf verzichten. Aber so als Tipp jetzt für euch, wenn ihr auch so etwas macht, so einen längeren Prozess habt, nehmt es vielleicht auf mit der Kamera oder macht ab und zu eine Fotografie. Aber das ist noch schwieriger, weil man vergisst da, wenn man im Flow ist, wenn man beim Machen ist, ein Foto zu machen, genau in dem Zeitpunkt, wo es gut sein sollte. Darum eine Kamera laufen lassen, um den ganzen Film da aufzunehmen, wenn es geht natürlich. Der erste Teil ist ziemlich wichtig, auch wenn man dann spontan und schnell arbeitet, ist schnell mal was zu sehen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt mal euren Prozess auf und schaut, wie ihr da vorwärts kommt. Dann seht ihr sofort Stellen, wo ihr gehadert habt, wo es gut gewesen ist, wo ihr dann übertrieben habt oder wo man einen kleinen Fehler gemacht hat, sagen wir, ja, ein kleines Missgeschick passiert ist. Da habt ihr genug Abstand gewonnen und das hilft euch effektiv, euch auch selber im Prozess da zu verbessern, selber ein bisschen zu korrigieren und selber ein bisschen so zu coachen, weil man hat ja nicht immer einen Coach oder einen Mentor oder jemanden, der effektiv da Feedback geben kann. Wenn man das Ganze aufnimmt, hilft das schon wirklich enorm. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug auf Malta hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall diese Farbigkeit beibehalten mit der Montagskohle, nicht immer, aber ab und zu, also wenn es dann auch passt zum Objekt, zum Motiv. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Ausprobieren, beim Zeichnen, beim Malen, beim Kreieren und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, auf bald!